Ihr habt auch das Problem, dass bei euch die Batterie nicht mehr entladen wird bei eurem SMA-System mit einem Batteriespeicher? Dann bleibt doch dran. Nach dem Info zeige ich euch die Lösung, was ihr tun müsst. Aber ein Hinweis vorab. Normalerweise werden diese Arbeiten nur durch Installateure durchgeführt. Ich übernehme keinerlei Haftung für die Arbeiten, die ihr bei euch an der Anlage durchführt. Ihr handelt auf eigenes Risiko. Und nun viel Spaß beim folgenden Video. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass du auf meinen Kanal gefunden hast. Ich möchte dich ganz herzlich bei mir auf dem Kanal begrüßen. Ich wünsche dir gleich viel Spaß bei dem folgenden Video. Es freut mich, dass es dein Interesse geweckt hat. Lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, schenke meinem Kanal ein Abo. Beides ist für dich kostenfrei. Wenn du mich gerne unterstützen möchtest, in der Videobeschreibung findest du dazu einen Link. Und nun viel Spaß beim Ansehen des folgenden Videos. SMA hat für den Sunny Home Manager 2.0 ein neues Firmware-Update ausgerollt. Und zwar handelt es sich hier um die Version 2.14.13.r. Leider gibt es in diesem Firmware-Update einen Riesen-Bug, was dafür sorgt, dass eure Batterie unter Umständen nicht mehr entladen wird. Bei mir wurde dieses Update zum letzten Wochenende eingespielt und seitdem wird meine Batterie nicht mehr entladen. Es gibt jedoch erstmal eine Lösung, die euch auch helfen könnte und die sehen wir uns doch jetzt gemeinsam an. Ihr müsst auf euren Wechselrichter zugreifen. So sieht das Ganze bei mir aus. Ich habe einen Sunnyboy Storage 2.5. Ihr könnt es machen über die SMA 360 App oder auch über die SMA Energy App. Ich habe das Ganze hier jetzt am Rechner aufgerufen über die IP-Adresse, welche ich mir über die Fritzbox ausgelesen habe. Und dann müsst ihr hier reingehen in die Geräteparameter. Geräteparameter bearbeiten. Hier müsst ihr jetzt in die Batterie reingehen. Geht hier ganz nach unten und hier haben wir eine externe Vorgabe von aktuell ist es bei mir eingestellt 5 und 95% und genau hier ist der Bug. Die Batterie steht jetzt bei 99% und sie fängt jetzt nicht an zu entladen, da hier 95% drin steht. Ihr müsst jetzt diese Werte auf 0 und 100% ändern. Das Ganze habe ich jetzt gemacht. Alles speichern. Und dann schauen wir doch mal in das System. Kurze Zeit später fängt die Batterie wieder an mit Laufen. Wie gesagt, der Bug versteckt sich hier im Bereich Batterie und eben in der unteren Batterie-Entladegrenze und in der oberen Batterie Ladegrenze, da ihr hier mit, wenn ihr hier 95% eingestellt habt oder sogar hier 5% drin habt, außerhalb dieser Werte liegt, arbeitet eure Batterie nicht mehr. Korrigiert das Ganze. Ich habe erfahren, ich habe mit SMA telefoniert, man ist dran an einer Lösung. Man wird demnächst ein neues Firmware-Update ausrollen und das Ganze korrigieren. Aber so lange wollte ich doch meine Batterie nicht ungenutzt stehen lassen. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für weitere tolle Videos. Bis zum nächsten Video, euer Mario.